Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Giveaway mal wieder. Ich habe ein paar sehr schöne Sachen für euch gefunden. Heute das Giveaway zusammen mit Blackfire. Werdet ihr vielleicht schon kennen von meinem Spielemessen-Video. Da habe ich ja schon einmal die Holzdeckbox gezeigt. Aus dem Bereich der Holzprodukte werde ich euch auch noch weitere Sachen auf jeden Fall vorstellen. Da wird es auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit in diesem Adventskalender geben. Heute wollte ich euch aber erstmal ein paar neue Sachen vorstellen. Wirklich super coole Produkte, natürlich in Kombination mit einem Giveaway. Blackfire hat da was hier für den Adventskalender gesponsert, hat mich sehr gefreut, sehr, sehr, sehr cool und es kam auch letztens sehr oft die Frage, wo kann man denn die Blackfire-Produkte überhaupt herbekommen? Ich habe euch erstmal die Seite des Herstellers verlinkt, da könnt ihr schon einige Sachen sehen und Sachen wie die Holzdeckbox zum Beispiel auch selber bestellen. Die einfachste Möglichkeit ist einfach, ihr fragt bei euch vor Ort in eurem Store nach, denn jeder Store kann wirklich bei Blackfire bestellen und dann habt ihr gar keine Arbeit, wenn ihr mal Bock habt, etwas davon auszuprobieren. Ansonsten aber heute, wie gesagt, sehr schönes Giveaway. Ich werde euch die ganz neuen exklusiven Live-Counter von Blackfire gleich einmal zeigen und dazu direkt passend im passenden Artwork die neuen Standardland-Playmats und das gibt es dann natürlich auch direkt als Set zu gewinnen. 5 Stück, wenn ihr Bock habt mitzumachen im Giveaway, ist ebenfalls alles in der Videobeschreibung oben in den Kommentaren angepinnt. Einfach mal reinschauen, da kann man dann immer eine Playmat plus den passenden Live-Counter gewinnen und ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen jetzt mal, denn die sind wirklich schön geworden. Viel Spaß mit diesem Video. So, fangen wir mit den Live-Countern an und nochmal vorweg, ganz wichtig, die Sachen, die ihr heute hier in dem Video seht, sind noch ganz exklusiv, zum Beispiel Live-Counter wird es erst Anfang des nächsten Jahres geben, also hier das Giveaway wirklich mit den ganz, ganz, ganz neuen Sachen und die Sachen sind nicht nur neu, sondern auch wirklich sehr schön, zum Beispiel hier die Live-Counter gefallen mir sehr gut, ist wirklich der schönste Live-Counter, den ich selber in der Hand hatte, wie gesagt, in 5 verschiedenen Versionen gibt es den, in den Standardland-Versionen, gezeichnet von Svetlin Velinov, die Artworks werdet ihr gleich auch nochmal auf den Playmats dann in groß sehen, sind wirklich, wirklich schön geworden. Aber jetzt nochmal erstmal zu dem Live-Counter, wie ihr das seht, innen drin der Teil ist wieder aus Holz, Blackfire typisch, gefällt mir sehr gut. Insgesamt ein Acryl-Live-Counter, also das macht auf jeden Fall was her. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, da kann man schon mal ein bisschen von dem Artwork erahnen, sehr gut. Sie zählen von 0 bis 99, also auch mal für längere Spiele geeignet, falls man mal ein bisschen Live-Gain hat. Und ja, ihr seht hier, da kann man dann die Lebenspunkte hier an der Seite einstellen, je nachdem, wie viele man dann hat. Also es ist eine wirklich sehr schöne Sache. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr reichlich hier am Giveaway teilnimmt. Und passend zu jedem Live-Counter dann natürlich die passende Playmat. Wir machen mal einen kurzen Schnitt und dann könnt ihr euch auch mal die Artworks wirklich im Detail ansehen. So, hier seht ihr einmal kurz die 5 Playmats in der Übersicht. Sehr schön. Wer möchte, kann einmal hier dann schon quasi auf die Beschreibung schauen. Ich werde das Ganze gleich einmal ganz vorsichtig aufmachen und dann das Giveaway, wie gesagt, zum Beispiel die Ebenenspielmatte zusammen mit dem Ebenen-Live-Counter, Mountain, mit dem Mountain-Live-Counter und so weiter, dachte ich, ergeben doch wirklich 5 sehr schöne Gewinnpakete. Ja, ich mache das Ganze einmal vorsichtig auf und dann schauen wir uns mal die Artworks an, die ich nämlich sehr, sehr, sehr schön finde. So, hier haben wir die Ebene, gefällt mir direkt richtig gut. Sehr schöne Farben. Man sieht hier unten auch auf jeder Playmat, das ist aber mit aufgedruckt, die Unterschrift des Artists, also Svetlin Velinov, sehr, sehr, sehr schön geworden, wirklich. Also hier haben wir einmal die Ebene, sehr schön, auch sehr schönes Material, schön rutschfest von unten, genau wie eine Playmat sein soll. Also hier wunderschön die Ebene. Dann haben wir hier das Gebirge, passend zur kalten Jahreszeit, schön verschneit, gefällt mir richtig, richtig gut. Einer meiner persönlichen Favoriten hier in Schwarz, diesmal die Unterschrift, natürlich, dass das optisch ein bisschen besser aussieht. Wie gesagt, finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Schaut euch das doch einmal an. Kann man wirklich mal ein bisschen Artworks genießen. Ich sage ja immer, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit an unsere Magic Artists. Wunderschöne Bilder und hier auch wieder sehr gelungen das Gebirge. Dann haben wir hier den sonnendurchfluteten Wald. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Wieder sehr schöne Farben. Schaut mal, oh, da würde ich sehr, sehr, sehr gerne drauf zocken. Aber wie gesagt, das geht wirklich alles raus an euch dann zusammen mit den Live-Countern. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Ja, das war der Wald. Die Insel hingegen sieht etwas düster aus, aber auch ein sehr schönes Artwork mit dem Drachen, wie er hier über dem Berg schwebt. Sehr schön, auch für die Blauspieler haben wir natürlich dann hier auch die wunderbare Insel am Start.
Und abschließend haben wir hier noch den Sumpf als letzte Playmat. Der gefällt mir auch wirklich gut. So muss für mich ein Sumpf-Artwork aussehen. Und da haben wir uns dann auch schon alle 5 Playmats mit den Live-Countern angeschaut. Ja, an der Stelle wirklich nochmal Shoutout an Svetlin Velinov. Wunderschön geworden hier in Zusammenarbeit mit Blackfire. Wirklich schöne Produkte geworden. Gefallen mir richtig gut. Qualität stimmt und die Live-Counter sind wirklich, wirklich top. Ja, wenn ihr Bock habt, eins dieser Pakete zu gewinnen, nehmt ruhig am Giveaway teil. Ansonsten könnt ihr euch natürlich bei Blackfire auf der Homepage einmal umschauen oder eben bei euch im Store vor Ort einfach nachfragen, falls euch eins dieser Sachen gefällt. Ja, das war's dann wirklich für dieses Video. Lasst reichlich Kommentare da, wie euch die Artworks vielleicht gefallen haben und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.